Hey Leute, willkommen zu Das News. Ich fange gleich mal mit dem Wichtigsten an. Schenkt man einem aktuellen Gerücht Glauben, welches durch einen Bloomberg-Report ins Leben gerufen wurde, erwartet uns schon am 3. Juni ein virtuelles PlayStation-Event, das uns wahrscheinlich erste PS5-Titel zeigen dürfte. Sony will jedoch angeblich keine essentiellen Details zur PS5-Konsole in diesem ersten großen PlayStation-Event des Jahres preisgeben. VentureBeat-Reporter Jeff Grubb schließt sich den Gerüchten auf Twitter an, indem er schrieb, dass das Event wohl nach dem 2. Juni, jedoch kurz vor dem 4. Juni stattfinde. Eine kleine Freude für Silent Hill-Fans. Nachdem vor kurzem schon ein neuer Kinofilm der Horrorserie angekündigt wurde, darf man nun in dem Online-Horrorspiel Dead by Daylight in die Rollen von Pyramid Head als Killer und Cheryl Mason als Survivor schlüpfen. Als nächstes dann bitte ein neuer Hauptteil der Serie Konami. Wie manche von euch wissen dürften, ist die Dragon Quest-Serie vor allem in Japan sehr beliebt. Darum dürfte es heute viele Menschen freuen, dass neben einem neuen Mobile-Spiel, einem Arcade-Game und einem Anime auch ein neuer Konsolenableger angekündigt wurde. Dieser hört auf den Namen Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai. Genaue Plattformen, für die das Spiel erscheinen wird, wurden jedoch noch nicht genannt. Nach der E3, der Gamescom sowie vielen anderen tollen Events, die den Gamern dieses Jahr ein paar schöne Momente beschert hätten, hat Blizzard nun ebenfalls bekannt gegeben, dass die BlizzCon 2020 aufgrund der aktuellen Corona-Krise leider ausbleiben wird. Blizzard gab zwar bekannt, dass sie an einem Weg arbeiten, den Geist des BlizzCon-Events in irgendeiner Art und Weise trotzdem digital aufleben zu lassen, gaben jedoch an, dass das wohl erst irgendwann Anfang nächsten Jahres passieren dürfte. Und noch eine kleine Neuigkeit für die Indie-Freunde unter euch. Es gibt ein neu angekündigtes Spiel namens Girl of Glass, welches eine besondere Mischung der Genres verspricht. Das Gameplay soll nämlich dem eines Point-and-Click-Adventures entsprechen, gleichzeitig aber taktische, rundenbasierte Kämpfe beinhalten. Erscheinen soll es auf Steam, eine Demo könnt ihr euch auf der offiziellen Website besorgen. So, das war's fürs Erste. Momentan erscheinen ziemlich oft und in unregelmäßigen Abständen in verschiedensten Quellen viele News und Gerüchte. Das liegt vor allem an der abgesagten E3, der Next Gen und dass natürlich viele Entwickler trotzdem irgendwie und irgendwann ihre Spiele bewerben möchten. Ich werde deswegen auch einfach ab und zu Mini-News-Videos hochladen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt und ich mit meinen Videos nicht immer warten muss, bis mehrere News zusammenkommen. Kommt viel auf einmal, lade ich natürlich eine größere Folge hoch. Also, bis dann!